So, wo sind die Zombies? Wo sind die Zombies? Ah, hier, weißt du? Ich höre sie. Im Hintergrund spielt übrigens gerade für sie Mega Man. Komischer Remix-Gedöns. So, wo haben wir denn jetzt hier unsere kleine Zombie-Party? Ich höre sie, ich weiß noch nicht, wo ich sie laut höre. Sie könnten überall sein. Überall. Und dennoch nirgends. Ah, achso, hier ist wieder Zeug. Ja, hier muss ich dann irgendwann wieder alles zubauen. Also hier wird es auf jeden Fall leiser mit den ganzen Zombies. Das heißt, es ist mehr in dieser Richtung. Zombies, wo seid ihr? Muss ich vielleicht noch tiefer? Ich weiß es nicht. Und vielleicht sollte ich da hinten auch mal ausleuchten. Nur vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Spitzhacke habe ich noch. Ich glaube, mehr in dieser Richtung. Irgendwo hier muss es doch sein. Da, guck mal. Da haben wir auch eine Höhle. Immer wieder passt die Musik jetzt super. Spitzhacke ist weg. Dunkelheit, Dunkelheit, Dunkelheit. Zombies. Kein Zombie-Spawner, schade. Ja, vielleicht kommt er gleich noch. Weil halt so viele Zombies zu hören sind. Deswegen dachte ich halt, hier ist ein Zombie-Spawner. Leuchte erstmal hier hinten die Ecke aus, die ist mir zu dunkel. Ja, du Zombie, geh mir nicht auf den Keks hier. Ist doch nicht wahr. So, hier haben wir auf jeden Fall einen großen Schacht, der hinuntergeht. Hier haben wir auch... Wow, wo kommst du denn her? Erschreck mich doch nicht so. Meine Güte, ist doch nicht wahr. Leuchten. Ist auch schlau, hier mit vollen Taschen runterzugehen. Oh Gott, das geht aber tief runter. Das geht wirklich tief runter. Bis auf Lava-Level. Ist ja krass. Krasser Fahrstuhl. Okay. Jetzt wieder hochschwimmen, weil es hier unten nichts gibt. Obwohl, wir sind eigentlich hier, glaube ich, warte mal, war das hier? Nein, war das hier? Ja. Wir sind auch schon auf Diamantenlevel. Also hier könnte man quasi irgendwann mal Strip meinen. Wenn man das denn möchte. Müssen wir uns die Stelle nur irgendwie markieren, so von oben, so als Mineneingang oder sowas. Weil unser erster Mineneingang ja schon so großartig aussieht, einfach. Ach, jetzt habe ich das Interface ausgeschaltet. Na, das wollte ich natürlich nicht. So wollte ich das, genau. Mensch, ich bin ja auch doof manchmal. Kennst du manchmal wieder. So, alles ausleuchten hier für später mal. Die ganzen Ressourcen hier nehme ich jetzt nicht alle mit. Nur wenn wir jetzt Gold und Dinges finden sollten, dann würde ich das überlegen. Ich brauche immer noch Gold für unsere tolle Goldstatue, die irgendwann mal gebaut wird, aber wir brauchen halt wirklich extrem viel Dingens. Oh, eine Mine. Und was gibt's in der Mine? Richtig, jede Menge Spinnen und Spinnenspawner. Gönnt mich mal. Ich gehe hier weg. Oben geht's noch weiter. Ich wechsle mal kurz hier die Playlist, kleinen Moment. Höhle. Mach Höhle an. So. Okay. So. Unten wartet ein Skelett. Ich höre einen Schleim. Da ist ein Mr. Zombie. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo. Ach, da kommt ein Creeper-Mann. Ich sehe ihn. Er explodiert aber auch nicht hier. So, jetzt aber. Könnt mich mal. Und die ganzen EPs, die ich gar nicht einsammeln kann, weil, naja, also ich kann sie schon einsammeln, aber wir bekommen halt so langsam Level und können nichts entzaubern. Das ist das große Problem.
So, das war knapp. Aber gut zu wissen, dass ich einen Creeper töten kann, ohne dass er explodiert. Indem ich einfach nur draufhalte. Alter, wo kommen denn die ganzen Zombies her? Ist doch nicht wahr hier. So, meine... Oh, der nächste. Hier muss ein Nest sein. Nein, das ist die falsche Spitzhacke, die brauche ich. Hallo? Und wieder mal nichts zu fressen in der Kiemen. Kleinen Moment. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob da irgendwo ein Zombie-Spawner existiert. Nein, 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 nein. Okay. Nein, 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 nein. Ach du Kacke, ach du Kacke. Von hinten zwei, von hier vorne mindestens 50. Ihr könnt mich mal. Schubst mich nicht in das Lava-Dings. Oh, der nächste. Alter, wie viele Creeper sind denn gerade hier? Ist es denn wahr? Da muss auch ein Nest sein. Wow. Wow. Also die Höhle wurde gerade eben radikal umstrukturiert. Radikal. Ganz radikal. Also die kam teilweise auch von hier. Leuchten wir doch mal ein bisschen aus. Ich werde den Wasserfahrstuhl niemals wiederfinden. Niemals. Es ist wieder dunkel und dunkel. Da hinten ist ein Gegner, da ist so eine Mine. Kannst mich mal, kannst mich mal, kannst mich mal. Ich gehe da mal. Wollte hier noch so ein kleines bisschen ausleuchten, nur für später. Gold! Gold! Dunkelheit, so. Gold! Nein! Ja, besser. Okay, hier kann ich immer noch nicht ungestört abbauen, weil hier noch überall dunkel ist. So, dann schmeißen wir mal hier die Zombie-Rinde weg. Ruppen hier mal eben das Gold aus der Wand. Und dann können wir uns einen Keks freuen. Wieso kann ich das nicht außer Acht, weil ich die Zombie wieder eingesammelt habe. Oh, ich bin ja auch so ein Held. So. Jetzt will ich aber meinen Wasserfahrstuhl wiederfinden. Halt, warte, was? Da war noch mehr Gold. Oh mein Gott. Gold. Ist ja prächtig. Und wir wollten noch nur oben den ganzen Sand abbauen. Und es ist natürlich Nacht. Das heißt, jetzt an die Oberfläche zu kommen, wäre auch nicht unbedingt das Intelligenteste. Hier waren die 3000 Creeper-Explosionen. Hier sind sogar noch Kobbel übergeblieben. Okay. Das Eisen brauchen wir nicht. Und wenn doch, dann kommen wir hier irgendwann mal zurück. Ah, ich habe dich gesehen. Mr. Skeletman. Ja, ist er mir sogar gefolgt, das Schwein. Gibt's doch nicht. Das kommt ja mal weg. Wo war denn jetzt das Dingens? Ich glaube nicht da, wo es so dunkel ist. Ich hab einen Enderman gehört, eine ganz große Klasse. Der hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal zurück. Versuche jetzt einfach mal nur den Wasserfall zu finden. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich ihn finden werde. Aber er kann gar nicht so weit fort sein. Oder vielleicht doch. Wo war er denn? Wo war er denn? Wir sind doch irgendwo dann seitwärts schon vorher ausgestiegen. Da oben ist er bestimmt nicht. Hm. Der Fahrstuhl ist unser Ausweg nach draußen. Zumindest ein bisschen. Jetzt ist er einfach weg. Ah, guck mal. Was haben wir denn hier Schönes? Das sieht doch hier nach unserem Fahrstuhl aus.
Nach purer Dunkelheit. Quatsch! Fahrstuhl! Okay. Okay, ich bin immer noch geschockt von den 300 Creepern, die da waren. Dass ich da nicht draufgegangen bin, ich habe es für einen kurzen Moment geglaubt. Ich freue mich, dass ich es nicht getan habe. Das wäre dramatisch. Und richtig fatal. So. Hier ist auch wieder zu dunkel. Ich bin immer noch im festen Glauben, dass hier irgendwo ein Zombie-Spawner sein muss. Weil da halt so unnatürlich viele Zombies waren. Können wir uns hier noch ein bisschen umgucken? Wow. Geht's auch wieder tief runter. Da oben ist noch dunkel. Das sollte ich vorher ausleuchten, bevor ich dann da hingehe. Ach, guck mal. Der nächste Wasserfall hier. Aua. Aua, lass den Scheiß. Lass den Scheiß hier. Es ist doch nicht wahr. So. Ausleuchten. Sehr schön. Puh. Spontane Höhlentour hier schon wieder. Ich wollte es nicht. Ja, und Brötchen knabbern, während ich hier am Schwimmen bin, das ist auch ganz intelligent. So bin ich manchmal. Eigentlich immer. Und hepp. So, gehen wir hier mal so an der Seite ein bisschen lang, geht ein bisschen schneller. Und dann hier noch mal hoch, hoch. Wir kommen da nicht hoch, okay, dann halt nicht. Und dann gehen wir wieder hinab in die Tiefe. Die gar nicht mal so tief ist. Aber ist dennoch... Wieso ist da eine Fackel, die nicht ausleuchtet? Macht das Sinn? Nein. Hier ging es dann zu einem anderen Teil der Mine. Wo ich gar nicht sein will. Wir haben sowieso nicht mal so viel Fackeln. Ah, wo kommst du denn her? Das war knapp. So, und jetzt würde ich sagen, weil wir halt nicht mehr so viel Fackeln haben, gehen wir doch lieber mal nach draußen und begeben uns wieder zurück zur Tätigkeit, die wir vorher auch gemacht haben. Däumchen drehen, sinnlos durch die Gegend starren und Nase bohren. Ganz wichtig, Nase bohren. Immer wieder wichtig. So, wo ging es denn hier jetzt raus? Irgendwo hier hin, ne? Hier ein Stück nach oben, genau. Ja. Okay. Oder nicht? Nein, ist irgendwie verkehrt. Muss zu den Lichtern auf der Karte. Und quasi hier drüber jetzt. Hier wäre das jetzt. Aber dann machen wir mal Folgendes. Dann werden wir uns hier halt so einen neuen Eingang machen. Oder vielleicht auch in der Nähe von dem Wasserfahrstuhl. Wo ist denn der Wasserfahrstuhl jetzt? Damit wir dann quasi so einen sofortigen Abstieg haben. Ja, genau. Hier haben wir den. Und dann machen wir uns... Diese Richtung gucken. In diese Richtung könnt. In diese. Ja, komm, wir machen das hier in diese Richtung. Und dann kommen wir dann hier oben gleich raus. Ja, das war so klar. Und es ist immer noch Nacht. Das bedeutet nichts Gutes. Kommt bestimmt gleich ein Creeper runter oder so. Hallöle. So, und das hier wird dann ein Möchtegern-Mineneingang. Irgendwann mal. Nicht jetzt sofort, aber halt irgendwann. So, wir nehmen mal eben das Bettchen hier in der Kapitänskajüte. Und dann schauen wir mal. Auch da mit dem Segel habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht das Segel ein bisschen größer machen. Also jetzt nach oben hin. Weil es sieht so ein bisschen zusammengequetscht aus und nicht sehr großartig. Nun müsste ich mir dann wieder ein Erdtürmchen bauen und so weiter und so fort und Tote verderben und bitte hier restlichen Gründe einfügen.
Da ist ein Andy. Hey Andy. Er weicht vor mir weg. Flieh, du Narr. Ich esse derzeit ein Brötchen.